Reden wir darüber, Eike Christian Hornig. Wir haben ja gemeinsam zugeguckt dieser Pressekonferenz. Ja. Was ist denn Ihre große Botschaft? Er will noch nicht so richtig, oder? Loslassen. Also, ich glaube, er hat das sehr geschickt gemacht. Er hat erstmal seine Trümpfe genannt. Er hat gesagt, verweist er immer wieder auf die Umfragen. Ich fand, das war sehr deutlich am Anfang auf die Umfragen verwiesen. Dann hat er so ein weiteres Argument gebracht, was ich so ein bisschen auch als eine Spitze gegen Laschet verstehe. Er hat gesagt, es gibt ja keine Wechselstimmung. Aber vielleicht sagt er der ein oder andere, ach, nach so vielen Jahren ein bisschen Veränderung wäre ja gar nicht schlecht. Und damit meint er natürlich, dass Laschet sozusagen sehr in der Kontinuität von Merkel steht. Und er würde zumindest was anderes repräsentieren. Also das fand ich interessant zu hören. Aber dann hat er, und das unterscheidet, glaube ich, Laschet und Söder. Söder hat eine gewisse Exit-Strategie noch. Das heißt, er behält sich diese... Er hat eine Hintertür offen. Genau, er behält sich diese Formulierung offen, wenn die Breite der CDU das will, dann würde er das machen. Und das sagt er nach wie vor. Und das finde ich sehr geschickt, während es für Laschet auf der anderen Seite ist. Er muss das jetzt praktisch machen, weil er ist in der... Naja, er ist ja auch CDU-Chef. Er ist der CDU-Chef, aber er ist der... Der größeren Schwesterpartei, der älteren Schwester, wenn man so möchte. Ja. Aber... Ja, er hat diese Exit-Strategie mit der Breite der Unterstützung. Jetzt interpretiert er das doch mal wieder ein bisschen anders oder neu. Im Vergleich zu gestern habe ich den Eindruck, aber korrigieren Sie mich sehr gerne, jetzt sagt er, naja, jetzt muss man ja auch noch mal in die Bundestagsfraktion hineinhorchen und da eben sozusagen noch mal nachspüren, was die denn wollen. Gestern hätte man ja auch den Eindruck haben können, wenn die Gremien, die Präsidien jetzt sagen, okay, der Armin macht's, dann macht das Armin Laschet. Naja, also grundsätzlich ist es so, nach den ganzen Querelen in der Union in den letzten Jahren, die vielen Personalgezänk und was wir alles hatten, worüber wir hier auch immer gesprochen haben, da braucht es jetzt erstmal keinen großen öffentlichen Streit. Deswegen wird jetzt die Harmonie, glaube ich, auch sehr betont. Also wird immer gesagt, wir verstehen uns gut und Respekt und so weiter, wir haben uns lieb. Aber es geht natürlich um eine große Frage. So, also man versucht es schon halbwegs zivilisiert, das Ganze vonstatten zu bringen. Das Problem ist jetzt, es gibt offensichtlich gar keinen richtigen Fahrplan. Ja. Also wie machen wir das jetzt eigentlich? Und Söder betont jetzt zum Beispiel die Fraktion oder sagt, naja, man muss ja auch die Basis irgendwie mit einbeziehen. Das heißt, eine Partei ist ja ein sehr heterogenes Gebilde, es besteht aus Präsidium und vielen anderen Organisationen. Die Frage ist, wen zieht man jetzt aus dem Register und lässt ihn entscheiden? Wie breit, wo ist jetzt die breite Unterstützung? Also da fiel ja auch vorhin noch mal kurz die Frage Mitgliederbefragung, aber das geht jetzt aus technischen Gründen nicht dazu, ist die Zeit nicht mehr dazu. Hatten Sie das Gefühl, das wäre von der CSU jetzt ganz gerne gesehen worden? Also es wurde ja erwähnt und es gibt ja auch einige, die das fordern. Das wäre, glaube ich, für die Union doch etwas ungewöhnlich, eine Basisbefragung. Ich weiß nicht, ob die Partei wirklich so weit ist und ob die Funktionäre diese Macht aus der Hand geben wollen. Aber wenn wir mal auf diese Funktionärsebene gucken, Fraktion, Präsidium, das entscheidende Gremium einer Partei ist nach wie vor der Parteitag. Ja. Also man könnte sagen, die Entscheidung muss eigentlich im Parteitag getroffen werden. Also diese formale Frage, die jetzt auch bei Söder anklang, die ist nicht unerheblich, weil es gilt nach wie vor in der Politik immer, wer die Regeln bestimmt, der bestimmt auch das Spiel. Also wenn Söder jetzt sagt zum Beispiel, lass die Fraktion entscheiden, dann macht er das natürlich, weil er vermutet, dass in der Fraktion viele sitzen, die auch auf die Umfragewerte gucken und denken, an der Mippen Söder komme ich vielleicht wieder in den Bundestag, während das an der Basis vielleicht anders aussehen mag. Also da ist noch vieles offen. Wir lesen, haben auch gehört, dass er so Markus Söder so anpeilt, so Ende der Woche, dass man dann vielleicht zu einer Einigung kommt. Wäre das jetzt auch so Ihre Perspektive? Kann das denn überhaupt so lange noch gehen? Also ich finde es, also normalerweise würde man ja sagen, eigentlich gehört es ja auch ein spannendes Element da drin. Also bei anderen Kontexten hätte man ja gedacht, oh spannend, wer wird es denn? Die Grünen versuchen das ein bisschen spannend zu machen. Da gelingt es ganz gut. Hier scheint es eher ein bisschen lähmend zu sein und der Druck wird doch sehr groß. Er hat ja auch gesagt, Mitgliederbefragung haben wir keine Zeit für. Das muss jetzt tatsächlich kommen. Also ich finde es nach wie vor erstaunlich, wie wenig fest dieser Fahrplan steht, weil Hand aufs Herz, alle wussten doch, dass die beiden das wollen. Ja, so, dass also die beiden das wollen und alle wussten, dass dieser Wahltermin ja auch schon feststeht. Das sowieso. Also hätte man sich nicht vorher ein Verfahren überlegen können, was so die formalen Institutionen der Partei wirklich mit aufbaut und dass man auch sagt, okay, wir haben jetzt eine Gremienentscheidung und die gilt dann irgendwie auch nicht. Da trifft sich ein Präsidium und gibt aber nur ein Votum ab, was aber kein Entschluss ist. Also das versteht, glaube ich, zu Hause keiner, was die da jetzt wirklich gemacht haben. Das erscheint mir für so eine große Partei mit so vielen
viel Regierungserfahrung und so weiter, erscheint mir das tatsächlich erstaunlich unkoordiniert. Sie sind ein bisschen aus der Übung vielleicht, weil Angela Merkel, da musste man das nicht mehr lange, viele Legislaturperioden nicht mehr ausdiskutieren. Es ist schon eine Weile her tatsächlich, dass man darüber nachdenken musste, aber jetzt, wie gesagt, das läuft ja seit einigen Wochen so. Also da hätte man sich zumindest, selbst wenn Herr Söder sich gestern hingestellt hätte und gesagt hätte, nee, wisst ihr was, ich will doch nicht. Mhm. Dann hätte man den Zettel genommen, weggetan, aber man hätte sich vorher einen Plan überlegen können und das wäre vielleicht Aufgabe der Generalsekretäre gewesen, zu sagen, okay, wir brauchen irgendeine Art von Verfahren, weil sonst haben wir nämlich zwei Ebenen von Konflikte. Wir haben nicht nur Personalkonflikt, sondern wir haben auch einen Verfahrenskonflikt. Mhm. Das kommt noch dazu. Aber mal gucken, Parteitag kann man jetzt auch so schnell nicht mehr einberufen, online, obwohl da geht ja ganz vieles, das lernen wir jetzt gerade in Pandemiezeiten, denn wir haben ja auch noch ein anderes Thema und ein großes Sachthema, da reden wir jetzt später drüber. Jetzt, tja, Alke Christian Honeck, das ist natürlich klar, jeder kämpft jetzt für sich alleine, das wird in der Koalition ja eben auch schon zum Teil ein Problem, noch regiert man ja zusammen und die Koalition versucht bei den Sachfragen noch die Schultern zu schließen, gerade Infektionsschutzgesetz, wie lange lässt sich das denn noch durchhalten? Also ich glaube, der Druck ist schon ganz schön groß und Herr Walter Borjans hat ja nun sozusagen die Sachlichkeit angemahnt, aber machen wir uns nichts vor, die SPD ist natürlich auch schon im Wahlkampfmodus, die hat schon den Kanzlerkandidaten berufen, also das ist schon alles sehr eindeutig und es ist jetzt nicht mehr sehr lang. Nach dem Sommer wird sozusagen der Wahlkampf dann richtig hochgefahren und die Parteien laufen sich warm und machen natürlich schon diese strategischen Überlegungen, die jetzt auch gefragt werden. Also ich glaube, der Anteil sozusagen an Spitzen und an wahlkampftechnischen Positionen wird immer mehr werden. Wird jetzt zunehmen, ja. Genau. Und jetzt gucken wir mal auf die beiden möglichen Kandidaten bei der Union. Wer wäre denn der Traumgegner für die SPD? Also für die SPD ist es, glaube ich, Markus Söder. Insofern wäre es einfacher vielleicht, weil er einfacher polarisiert. Mhm. Also vom Politikertypus her. Weil er knalliger ist in seinem Auftreten? Knalliger im Auftreten, wenn wir mal in die Vergangenheit denken. Also die Attacken, die er geritten hat gegen die CDU-Kanzlerin bei der Flüchtlingskrise, ja, wo er also sehr scharf gewesen ist. Also da hat er gezeigt, dass er doch sehr polarisieren kann. In letzter Zeit ist das sehr geschmeidig alles geworden. Aber dennoch steckt da, glaube ich, das im Kern drin. Das wäre für die SPD eine Angriffsfläche. Bei Laschet im Gegenteil. Laschet tritt ja an als so ein Versöhner, als ein Kommunikator. Und Laschet ist in ihrem Stammland in Nordrhein-Westfalen sehr erfolgreich gewesen. Das heißt, er scheint irgendein Konzept zu haben, bei SPD-Wählerinnen und Wählern erfolgreich zu sein. Das heißt, bei Laschet liegt da auch eine gewisse Gefahr drin eigentlich. Und ich glaube nicht, dass sich wirtschaftspolitisch da zum Beispiel oder bei Sozialpolitik da riesengroße Unterschiede auftun. Also das bespielt die CDU seit Jahren ja auch. Also es spricht das eine wie das andere. Und wie sieht es bei den Grünen aus? Ist Markus Söder, der jetzt ja die Bäume umarmt und die Bienen mag, ist der jetzt ein geborener Grünenpartner plötzlich geworden? Naja, da gilt das Gleiche. Also wenn ich wieder diesen Punkt nennen darf mit der Migrationspolitik, das hat, glaube ich, sehr viele Grüne abgeschreckt und gesagt, also das ist eher die CDU von vor 30 Jahren. Oder und die Frage, wie haltbar ist das die jetzt? Die CSU, was genau, jetzt also sozusagen macht. Diese Wandlung, die man ja bei Markus Söder beobachten kann. Da ist die Frage, was ist eigentlich der wahre Kern? Das ist ja relativ schwer herauszufinden. Und diese Überlegung, die haben bestimmt auch einige Grüne, dass sie sagen, okay, kann ich da jetzt mit dem gewandelten Markus Söder, der plötzlich bei der Volksinitiative für die Bienen sagt, hurra, das machen wir, wo alle so gedacht haben, nu, das machen wir jetzt, also können wir mit dem arbeiten. Auf der anderen Seite ein Herr Laschet, der ja nun ein Land regiert, was eben stark mit der Kohle verbunden ist. Das ist aber ein Hut, den er aufhat. Also wenn er diesen Hut ablegt und den anderen aufsetzt als Bundeskanzler, dann wäre es, glaube ich, durchaus möglich, zwischen Grünen und auch einem Kanzler Laschet zurechtzukommen, weil er eben auch diesen Anspruch hat, Brücken zu bauen und weil er auch gesellschaftspolitisch, glaube ich, glaubhafter vielleicht auf die Grünen zugehen kann. Aber jetzt wäre es ja im Moment dann leichter, als Grüne einen Laschet zu attackieren, weil er eben so eine eher wirtschaftsfreundliche Politik gerade in Nordrhein-Westfalen macht. Ne? Klar, Laschet ist jetzt sozusagen per Kette gebunden, auch an die Frage, was passiert mit der Kohle, Kohleausstieg, da hat es ja auch Ein FDP-Koalitionsrat. Reibereien gegeben, er regiert mit der FDP, das ist natürlich richtig, aber trotzdem, wenn wir uns die letzten Jahre angucken und vielleicht auch immer diese Diskussion, die es irgendwann über Schwarz-Grün gegeben hat, nähern die beiden Seiten sich da an, dann wurde ja immer gesagt, das ist so das Werk von Angela Merkel und der Merkel-Flügel sozusagen, und da wird der Laschet ja nun zugezählt. Also in gewisser Weise gibt es da, glaube ich, schon Möglichkeiten, wie man sich da einigen kann, und diese Kohlefrage, die ist jetzt eben Teil seiner Rolle, die er
die er macht. Er vertritt Nordrhein-Westfalen und muss das eben nun auch durchsetzen und trifft da dementsprechend auf diese Widerstände. Wenn Sie jetzt nochmal die beiden Kandidaten, die möglichen, nebeneinander stellen, also Laschet und Söder, das sind verschiedene Politikstile, da haben wir ja schon drüber gesprochen, der Macher gegen den Moderator. Wofür wäre denn Ihrer Einschätzung nach Deutschland jetzt eher reif und eher empfänglich? Also wir gucken auf die Umfragen sind eindeutig, die sind für Söder. Aber wie groß ist denn tatsächlich Ihrer Analyse nach die Bereitschaft der Deutschen oder der Wunsch der Deutschen nach eben so einem integrativen Typen wie Laschet? Das ist jetzt das, die 1000-Dollar-Frage. Die 1000-Dollar-Frage, also das ganz große Orakel, was wir jetzt rausholen. Aber ich meine, wir haben ja gesehen, vom Typ her reden. Mhm. Der Typ Merkel, das ist Moderierende, das ist Präsidentielle, das Mitnehmen, wenig schnörkelhaft. Sozusagen, das ist ja die letzten Jahrzehnte ganz gut angekommen, sagen wir mal so. Und Laschet hat ja immer betont, dass er da in einer gewissen Kontinuität steht. Söder ist ja mehr das, was Merz auch so ein bisschen hat und was Merz immer überbetont, dieses Führungselement. Ja. Das kommt bei Söder auch in gewisser Weise bei heraus, was deutlicher wird. Aber sozusagen, welcher Politikstil, das hängt natürlich auch ab, tatsächlich am Ende von den Koalitionspartnern, von den Inhalten von den Stärken. Also wir haben jetzt noch 5 Monate bis zur Bundestagswahl. Wenn wir uns mal Umfragen immer angucken, sagen wir 5, 6 Monate vor Bundestagswahl, auch vor Landtagswahlen, sehen wir, dass die Wählerinnen und Wähler manchmal noch so ein bisschen experimentierfreudig sind. Das legt sich aber oft bis zum Wahltag. Das heißt, der Amtsbonus zum Beispiel, der spielt da eine Rolle und man wird dann doch vielleicht vorsichtiger und nicht mehr so mutig, wie man vor Monaten war. Also ich wäre da sehr vorsichtig jetzt zu sagen, also dass wir da schon tatsächlich die Kräftekonstellation kennen. Also es bleibt volatil, sagen wir. Absolut, klar. Erfahrung, ja.